Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ich habe euch heute wieder zwei Telefonate mitgebracht. Beide Telefonate wohl komischerweise mit der netten Tante hintereinander weg. Tja, da hat sie wohl zweimal gedacht, dass sie einen verschiedenen Kunden anruft. Ja, wir schauen mal, wie es heute ausgeht. Ich wünsche euch viel Spaß bei diesen zwei neuen Anrufen. Guten Tag, sind Sie Herr Schimmel, Donner? Ludolf? Ja. Hallo, noch gerade ist das Mini am Apparat. Wie geht es Ihnen? Wieso noch einmal? Also, ich rufe Ihnen zurück von Firma Bitcoin Convert, Ludolf, weil Sie haben Ihre Daten bei uns mitgeteilt, wegen Kryptowährungen handeln. Stimmt das? Also, ja, kann sein, ja. Kann sein oder ja, weil Sie sind jetzt online auf unserer Plattform, so deswegen habe ich Ihr Konto bei uns bekommen und ich soll Ihnen helfen, dieses Konto vollständig zu aktivieren. Ja. Das ist der Grund, warum ich bin da. Mhm. So, als wir sind eine regulierte Firma, Herr Schimmel, Donner, zuerst, ich werde einige von Ihren Daten überprüfen. Wie alt sind Sie? Alt genug. Okay. Also, Sie sind mehr als 40, oder? Was? Sie sind mehr als 40? Nee. Also, ich habe überhaupt keinen Plan, wie die auf die Frage kommt, ob ich mehr als 40 bin. Tja, also, das wäre mir jetzt ganz neu, wenn man erst ab 40 Jahren handeln darf. Naja, lassen wir sie mal weitermachen in ihrem tollen Skript. Okay. Sie sind jünger, also. Ja. Okay. Und haben Sie Erfahrung in diesem Bereich? Nee. Also das ist das erste Mal für Ihnen, ja? Ja. Sehr gut. Und was soll ich ja als Ihren Beruf verifizieren? Was machen Sie beruflich? Ich bin Fischstäbchenformer. Okay, na sehr gut. Ich habe hier alles verifiziert, Ludolf. Und Sie kommen aus Deutschland auch, ja? Ja, glaub schon. Genau. Genau. Und Sie werden das Konto allein benutzen. Ich denke, es ist so. Also die fragt mich, ob ich aus Deutschland komme und ich sage, ja, glaub schon. Das ist ja eine super Aussage, aber scheint sie ja nicht weiter zu interessieren. Das könnte einfach wieder daran liegen, ja, dass es eigentlich auch gar keine Rolle spielt, dass es einfach nur Abarbeiten von ihrem komischen Leitfaden ist. Aber alles andere ergibt da einfach keinen Sinn. Anders kennt man es leider nicht von den Betrügern. Und, naja. Nee, ich wollte das teilen. Mit wem? Mal gucken, wenn einer Lust hat, mitmachen. Ludolf, also ich soll hier Ihre Daten überprüfen. So, ist das Geheimnis? Oder? Ich verstehe Ihnen nicht. Was denn? Also mit wem wollen Sie das zu mitteilen? Also ich soll hier das verifizieren. Ja. Also es ist nicht meine Entscheidung oder meine Schuld. Ich muss ja alles einfüllen dort in Ihrem Portfolio. Mhm. Dann füllen Sie das mal ein. Aber Sie sagen mir nichts. Nicht? Tja, das kann auch vielleicht einfach daran liegen, dass Ihre Fragen auch gar nicht so richtig Sinn ergeben, ob ich mir das Konto mit irgendjemandem teilen möchte. Also, weiß ich nicht. Ein Gemeinschaftskonto beim Trading-Betrug wäre mir jetzt echt neu. Was soll ich denn sagen? Sie haben Ihre Alter an mir nicht gesagt. Na, über 18. Okay, über 18. Ich habe mich verifiziert. Und mit wem werden Sie das Konto mitteilen? Na, das weiß ich noch nicht. Aha, aber es wird ein gemeinsames Konto sein, ja? Ja, bestimmt. Okay. So, Sie sind informiert über die Mindestinvestition. Sie wissen, es ist 250 Euro, ja? Jetzt schon, ja. Mhm. So, als Ihr Konto wird vollständig aktiviert, Ludolf, Sie bekommen zwei Services von meiner Firma. Erstes ist Ihre automatisierte Software. Das ist künstliche Intelligenz. Es ist vollständig automatisch und die Software generiert hochwertige Handelssignale basierend auf codierten Algorithmen und führt diese in Echtzeit am Markt aus. Das ist sehr bequem und flexibel zu verwenden. Sie werden nur das am Ende des Tages, Sie werden nur das öffnen und Ihre Ergebnisse überprüfen. Das ist alles, was Sie machen von Ihrer Seite, okay? So, weil alles ist vollständig automatisch, wie ich habe das schon gesagt. Aber Ludolf, natürlich, Sie werden damit nicht Tausenden oder Millionen verdienen, immer ein paar Tagen. Sie verstehen das, ja?
Wenn Sie nach einem Einkommen, nach einem stabilen Einkommen suchen, dann natürlich, Sie werden das machen ohne Probleme, aber nicht Tausende, immer ein paar Tage. So, aber als Sie sind Anfänger, Sie haben gar keine Erfahrung in diesem Bereich, Sie werden von uns Support von unserer Finanzabteilung auch bekommen. Das ist extra Service von uns. Also ich bekomme Support von Ihrer Finanzabteilung und das Ganze nennt die dann ein Extra-Service von Ihnen. Aha, okay. Und was soll mir das jetzt sagen? Weil grundsätzlich ist doch Support normal, wenn man eine Frage hat oder nicht. Dann gehört sich doch das so. Aber die verkauft das jetzt hier, als wäre das irgendwas Besonderes. Vor allem nach dem ganzen sinnlosen Gelaber, das sie hier schon wieder abgerattert hat. Im Grunde genommen tut die hier nichts anderes, als ihr Skript einfach runterfahren, aber irgendwelche Informationen geben, das tut sie hier nicht. Also ich weiß es nicht, was sie mir damit sagen möchte, aber seriös kann das hier auf keinen Fall sein. Denn, tja, die labert sich ja hier wirklich um Kopf und Kragen und Sinn ergibt doch davon überhaupt nichts. Aber naja, so als Betrüger ist es wohl ausreichend, was man hier so erzählt. Das Schlimme ist, dass hier wirklich Menschen drauf reinfallen und dann Geld verlieren. Ich kann nur immer hoffen, dass die Zahlen sehr gering sind. Die Statistiken sagen leider alles andere. Das ist traurig. Wichtig ist, dass man die Leute möglichst daran hindert, das Ganze zu tun, indem man am besten einfach auflegt. Aber wir hören mal weiter, wie es hier weitergehen würde. Alle Services sind total kostenlos und Sie bezahlen gar nicht dafür, okay? So, diese Person wird Ihnen alles anschauen, alles erklären, wie das System funktioniert, um alles zu lernen, wie das System funktioniert bei uns, okay? So, das funktioniert wie so, Ludolf. Natürlich, Sie werden alles von Ihrer Seite bestätigen und verifizieren, weil ohne Ihre Bestätigung wir können nichts machen und nicht Ihnen helfen, ich meine. So, das funktioniert wie so. Haben Sie jetzt was Fragen? Nö, das haben Sie gut bis jetzt vorgelesen. Was habe ich gemacht? Sie haben das gut vorgelesen. Aha. Okay, also, Ludolf, haben Sie Interesse oder nicht? Nee? Ja, natürlich. Sehr gut. So, Sie wollen ein Konto bei uns zu öffnen, ja? Ja. Okay, dann für dieses Kontoaktivation, wir haben Partnerschaften in diesem Moment nur mit Visa und Mastercard. Welche Karte wollen Sie dafür zu benutzen? Was ist das? Welche Karte wollen Sie dafür zu benutzen? Was denn für eine Karte? Eine Kredit- oder eine Debitkarte für dieses Kontoaktivation und für dieses natürlich Transaktion. Sie müssen eine Visa oder Masterkarte benutzen. So, ich habe gefragt Ihnen, welche Karte wollen Sie dafür zu benutzen? Ach so, ja, da würde ich meine Sammelkarten nehmen. Also Sie haben gar keine Karte? Doch, Sammelkarten. Sammelkarte? Ja. Ist es eine Visa oder Masterkarte? Ja. Ich entschuldige Ihnen. Ich habe das nicht verstanden. Es ist eine Visa oder Masterkarte? Ich soll Ihnen einen richtigen Anbieter Ihnen senden, so. Ja, das ist richtig. Was ist richtig, Ludolf? Ja, das, was Sie gesagt haben. Einen Moment bitte, Ludolf. Nun ist wieder der Moment, wo Sie hoffnungslos überlastet ist. Um dann wegen der Überlastung einfach aufzulegen, weil er so gar nicht richtig wusste, was damit gemeint war. Tja, so ist es dann halt, ne? Anstatt dann nochmal genauer nachzufragen. Tja, aber sobald man von deren komischem Skript auch nur ein kleines bisschen abweicht, ist das eigentlich auch schon das gewesen, was er so zu bieten hat. Ich hoffe, dass hier niemand einzahlt. Und ich hoffe, dass ihr allen davon erzählt, dass das auch nicht passiert. Schreibt gerne mal in die Kommentare, was ihr so von ihrem tollen Beratungsversuch oder wie auch immer man das nennen möchte, was ihr so davon haltet. Hallo Rudolf, wie geht es Ihnen? Das ist doch mein Vorname. Ah, okay, Herr Schmeidler? Ja. Okay. So, es ist Christina Reiter, ich rufe Sie vom Bitcoin Convert. Sie haben mit Ihrer Kontomanagerin mit Nina Hausmann gesprochen, ja? Das weiß ich nicht, da war vorhin eine unfreundliche Tante dran. Sie wissen es nicht. Es war circa 10 Minuten hervor. Ja, die war unfreundlich. Bitte? Ich sage, die war unfreundlich. Sie war unfreundlich. Ich entschuldige mich, Sir.
Okay. So, dann ich kann Ihnen helfen, ja, mit Kontoaktivation. Ja, und hier weiß ich eigentlich auch gar nicht mehr so richtig, wie, was das hier werden soll, das Gespräch. Ich meine, wir hören ja sowieso gleich mal rein und das Ganze, das wird sich ja gleich noch aufklären. Allerdings, die hat vor 10 Minuten schon mal angerufen und spricht von einer dritten Person. Also habe ich jetzt so das Gefühl, oder haben da zwei Mitarbeiterinnen die gleiche Stimmlage und die gleiche Frequenz und ich weiß es nicht. Ich meine, letztendlich hören die sich ja irgendwie dann doch alle gleich an, aber hier... Weiß ich nicht, die spricht ja von sich aus der dritten Person, glaube ich. Oder hat die jemanden anders gemeint? Habe ich da irgendwas verwechselt? Ich weiß es nicht. Aber wir hören mal rein. Okay. Okay, gar kein Problem. Okay. Herr Schimmeldonner, ich muss einige Informationen über Sie überprüfen, weil wir sind eine Unternehmen reguliert bei der Europäischen Union, ja? Ja. Okay, kommen Sie aus Deutschland? Nein. Nein, Sie kommen nicht. Ah, sind Sie Bürger von Deutschland? Ja. Okay, sehr schön. Wie alt sind Sie? Ich bin 29. 29. Okay. Kann ich... 29, ja? Okay. Ja. Kann ich Ihr Geburtsdatum wissen? Warum? Warum? Ja. Okay. Ich brauche diese Information, Herr. So, ich kann diese Konto... vollständig aktiviere für Sie. Ist das ein Geheimnis? Das ist ein Geheimnis, ja. Okay, dann können Sie mir es sagen. Ja, da hat sie wohl wieder nicht richtig zugehört. Ich habe ihr doch gerade eben gesagt, dass das ein Geheimnis ist. Also nachdem sie gesagt hat, dass es ein Geheimnis ist, habe ich es dann bestätigt. Naja, aber irgendwie verwirrt mich die Tante auch immer noch ein bisschen, weil letztendlich hatten wir ja vor kurzem gerade gesprochen und die fängt von vorne an. Ich weiß es nicht so richtig und... Irgendwie verwirrt mich das ganze Gespräch hier. Was denn? Geburtsdatum. Sie sind 29, ja? Ja. Okay, was ist Ihr Geburtsdatum? Warum denken Sie so viel über ein Datum, wie Sie geboren sind? Ja, man sagt ja nicht, man soll ja nicht so viel am Telefon sagen. Ah, es können Sie nicht am Telefon sagen. Okay, es ist ein großes Geheimnis dann. Okay, kein Problem. Bei unserem Unternehmen suchen Sie nach einem Nebeneinkommen oder nach einem Haupteinkommen? Also, wenn das Geburtsdatum so eine große Rolle spielt, dass man es erfahren und eintragen möchte, dann frage ich mich, warum das Geburtsdatum, wenn man es dann nicht nennt, mit der Begründung, dass man so viel am Telefon ja nicht preisgeben soll, dann verstehe ich nicht, warum es dann auf einmal egal ist. Normalerweise müsste doch jetzt hier dann eigentlich das Gespräch beendet sein, wenn das Geburtsdatum... ja, erforderlich ist, oder nicht? Aber, naja, wahrscheinlich denkt sie sich, probieren wir es halt mit dem restlichen Kram, vielleicht kommen wir doch noch irgendwie an die Kohle. Weil einen anderen Grund kann es ja jetzt gar nicht mehr haben, warum die noch dran ist. Weil ihr fehlen ja jetzt Informationen, die sie ja angeblich braucht, um mich da eintragen zu können. Ja, so arbeiten halt die Betrüger, ne? Koste es, was es wolle, scheiß drauf, machen wir einfach weiter, vielleicht kommt da doch noch ein bisschen Kohle. Ein Zwischeneinkommen. Zwischeneinkommen. Zwischeneinkommen, ja? Ja. Okay, und was machen Sie daneben? Daneben mache ich manchmal was mit Schlüpfer. Schlüpfer? Ja. Ah, Sie sind ein Schlüpfer? Nee, ich verkaufe Schlüpfer. Ah, Sie verkaufen Schlüpfer. Ah, okay. So, Sie sind keine, ja? Was? Sie haben mir gesagt, dass Sie arbeiten als Schlüpfer. Sie sind kein Schlüpfer, ja? Ich verkaufe Schlüpfer. Ich arbeite nicht als Schlüpfer. Sie arbeiten nicht als Schlüpfer. Okay, kein Problem. Okay, so nach der Kontoaktivation. Sie bekommen auch einen Finanzplan von uns. Deshalb stelle ich diese Frage. Was ist Ihr monatliches Einkommen? Was ich im Monat verdiene? Ja. Ja, zwischen ungefähr 1.800 und 4.000 Euro. Zwischen 1.800 und 4.000 Euro, ja? Sie haben ein Business, so ist... Ja, ich verkaufe Schlüpfer, ja. Okay.
Ich glaube, sie fängt schon langsam an zu zögern und zu stocken. Naja, ich meine, auffälliger geht's ja eigentlich gar nicht mehr, dass jetzt hier irgendwas unseriös am Telefon sein kann. Aber ihr könnt euch sicherlich vorstellen, sie versucht's einfach noch ein bisschen weiter, weil irgendwie will sie ja doch noch das Glöckchen läuten, denke ich mal. So, Herr Ludolf, okay. Sie sind Bürger, ja, von Deutschland, bin ich korrekt? Ja. Okay. Sie suchen nach einem Nebeneinkommen und okay, kein Problem. Sie werden die einzige Benutzer sein für diese Konto? Meistens. Also für jetzt? Ja. Sie würden einzige Benutzer sein. Okay, für die Kontoaktivation machen alle unsere Kunden ein Deposit für 250 Euro. Welche Karte möchten Sie benutzen für diese Transaktion? Die Hagebaumarkt-Clubkarte. Hagebaumarkt-Clubkarte? Ja. Okay, ich kann das mit meinem Manager, also er möchte Hagebaupflichtkarte benutzen, kann er? Ja. Okay, was ist die Kartennummer? Von der Hagebaumarkt-Clubkarte? Ja. Die Nummer da drauf. Bitte? Da brauchen Sie eine Nummer von. Ja. Warten Sie, da muss ich die holen. Hallo? Ja? Ja, soll ich die holen? Ja, natürlich. Ja, dann hole ich die, Moment. Da hat's geklatscht im Hintergrund. Bitte? Im Hintergrund hat es geklatscht. Geklatscht, okay. So, Sie sehen keine Kartennummer? Ich suche noch, ich muss ja erstmal zur Karte gehen. Okay, ich warte für Sie. So, da steht hier KN für Kartennummer, ja? Ja, Kartennummer. Es ist eine 16 digitale Nummer. Nee, da steht 484848. 484848. Ja. Es ist alles, ja? Ja. Okay. Das ist die Kartennummer von der Hagebaumarkt-Clubkarte. Hagebaumarkt-Clubkarte. Ja. Okay, ich habe es nicht Hagebau, Klubt, was kommt nachher? Hagebau, Klubt? Na, eine Hagebau-Clubkarte. Hagebaumarkt. Die habe ich an der Kasse bekommen. Für gute Führung im Laden. Okay, haben Sie eine Wasserkarte oder eine Visa? Eine was für eine Karte? Mastercard, also Hagebau-Clubkarte wird nicht akzeptiert bei unserem Unternehmen. Warum nicht? Warum nicht? Oh, ich weiß es nicht. Okay. Weil beim Vom nächsten Jahr beginnen wir diese Hagebau-Clubkarten akzeptieren. So, Sie können es im 2023. versuchen, vielleicht. Okay. Okay. So, Sie haben keine Mastercard oder Visa, ja? Was ist das? Was ist das? Eine Kreditkarte. So. Eine normale Kreditkarte. Gibt es denn auch eine unnormale Kreditkarte? Ja. Was wäre das? Tja, ja, die Frage nach der unnormalen Kreditkarte, die ist uns leider schuldig geblieben. Da hat sie dann wohl aufgelegt und keine Lust mehr gehabt, mit uns weiter zu diskutieren oder ihre Zeit zu verplempern. Nachdem sie hier schon zweimal ihre Zeit verplempert hat, bin ich der Meinung. Naja, was soll man da noch groß zu sagen? Ich hoffe, dass niemand bei euch in eurem Umfeld auf sowas reinfällt. Und ich hoffe, dass ihr immer alle schön informiert, die Links der Videos teilt oder vielleicht wenigstens auch einfach erzählt. Hat ja nicht jeder die Möglichkeit oder die Lust, sich solche Videos anzuschauen, aber dass grundsätzlich alle darüber informiert sind, finde ich schon sehr, sehr wichtig. Umso weniger darauf reinfallen, umso geringer ist die Chance, dass die daran verdienen und damit kann man die hoffentlich ein kleines bisschen aus Deutschland und Österreich und der Schweiz zurückdrängen. Ja, man weiß es nicht. Der Betrug lauert leider überall. Ich hoffe euch, dass euch das Video gefallen hat. Wenn ja, dann zeigt es mir gerne mit einem Daumen nach oben. Schreibt gerne in die Kommentare, was ihr so von den Anrufen haltet. Und wer möchte, sieht jetzt hier noch eine Playlist mit vielen weiteren Videos auf diesem Kanal. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Die Welt ist böse, passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal.